Ja, Leute, herzlich willkommen. Runde 2. Das erste Spiel haben wir 4-2 gewonnen. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Ich habe mal die beiden PSG-Spieler hier mit reingenommen, weil die Maria so gut gespielt hat. Die Maria, ja, ich kann gar nicht aufhören, das zu sagen. Und ja, ist zwar nur 77 Chemie, aber es ist schwierig, hier irgendwie was anderes rauszuholen. Und ich möchte echt nicht dreimal am Anfang einwechseln. Dann haben wir am Ende vielleicht, wenn es doch mal in eine Verlängerung geht, haben wir dann, ja, vielleicht Probleme. So, da ist die Latency eben abgesackt. Passt mir gar nicht. Naja, gucken wir mal, wie es wird. Muss man sich drauf einstellen. So, das sieht schon besser von der Chemie aus. Na, dreimal Arsenal. Ja, ist aber okay sonst. Na, hat eine gute Mannschaft. So, den Petrček, den wechsle ich am Anfang aber auch direkt ein. So, will er sich das jetzt angucken, oder? So, wir haben auch den Anstoß, das ist schon mal gut. Ja, es gibt leichte Verzögerungen und Lags, das dachte ich mir schon fast. Das hat man ja schon bei der Latency gesehen, leider sehr, sehr spät, sonst wäre ich vielleicht direkt rausgegangen, aber ah, was soll's. Augen zu und durch. So, nehmen wir mal unseren guten Torwart rein und dann wollen wir mal gucken, ob das hier der zweite Sieg wird. So, macht er auch gerade Einwechslung oder hat er noch bessere Spieler auf der Bank? Oder warum muss er das jetzt alles runterlaufen lassen? Oder hat er Angst, dass wir mit dem Ball in unserer eigenen Hälfte jetzt irgendwie uns durchdribbeln? Und so hat er den Vorteil, dass er da, naja. Ah! Oh, schöner Trick. Oh, schöner Schuss. Ja. Also, der scheint schon ein bisschen mehr was auf dem Kasten zu haben als der letzte Gegner. Ja, so geil war der jetzt auch nicht. So, eine komische Einstellung. Oh. Was? Hat er sich aber durchgemogelt, ne? Meine Herren. Ah! Das war eigentlich ein Pass auf De Bruyne schneller. Das wäre geil gewesen, hätten wir den. Oh. Hätten wir den erwischt und direkt abfeuern können. Da hätte er mal überhaupt keine Chance gehabt, das zu verteidigen. Ach, Gott sei Dank. Ah! Hat der ein Schwein, ey. Mann. Immer diese kurzen Lags zwischen. Nervt schon. Naja, gut, aber gewöhnt man sich dran, ne? Muss man halt. Aber flüssig spielen ist dann auch nicht möglich. Muss man immer dann wieder zurück und gucken, dass das alles wieder passt, was man drückt. Bisschen lange gewartet. Ja! Ja, nein! Ah, Pfosten! Nochmal rein! Oh, das gibt's ja gar nicht. Einmal räumt der uns hier volle Kanüle im 16er ab. Und dann gegen den Pfosten oder Latte, weiß ich jetzt gar nicht. Pfosten, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Ah, war, glaube ich, auch abseits. Gerade noch, gerade so. Ah, ich nehme es zurück.
Er macht doch eine Menge Fehlpässe hier. Jetzt räumt er uns ab, gibt gelb. Für Neymar Junior. So, gucken wir mal. Haben wir da einen, der ein bisschen Kopfball spielen kann? Ah! So, Pause. Okay, was macht er? Was will er machen nach 21 Minuten? So, sollen wir ihn erlösen? Ah, von wegen. So. Direkt weiterleiten. Sehr gut. Neymar, ein bisschen weit. Di Maria, wir wollten noch Flanke, weil da waren doch zu viele dann, als dass wir da durchkämen. Ah ja. Noch eine Ecke. Machen wir mal eine Flanke rein. Oh. Das war nix. Oh. Ist immer mutig, wenn man direkt abwirft und zum Gegner. Ne? Da hat man immer eine gute Schusschance. Sollte man vielleicht nicht zu oft machen. So, das ist auch nicht so gesund. Boah, das Schwein gehabt. So, der muss jetzt rein. Oh mein Gott, ey. Mein Gott, ey. Nimmt Neymar den völlig frei und Volley. Oh, ich meine, da haben wir schon Glück gehabt, dass wir den überhaupt da so kriegen, aber trotzdem. Und der Torwart. Und der war drin. 1-0. 1-0. Ja, der Torwart kommt raus. Sowas ist immer bitter. Und wenn man das Timing hat. Ah, und da haben wir jetzt auch mal wenigstens einen richtig sinnvollen Einsatz der Torlinienkamera. War es ein Tor oder nicht? Und ja. Fehlte nicht so viel, ne? Also war gerade drüber. 5 cm vielleicht drüber. Und das ist 1-0. Wird als Eigentor gewertet. Tut mir leid. Der kann eigentlich gar nichts dafür. So, machen wir nochmal eine Pause. Wir haben ja Zeit. Ganz tolle Idee. Ja, dann zücke ich mal das Smartphone und dann, ja, was sollen wir machen? So, warten wir mal ein bisschen. Tippe ich hier mal rum, tippe ich da mal rum und dann versuchen wir mal, ob es weitergeht. Nein, warum auch? Warten wir die 45 Sekunden ab. Macht ja nichts. Haben ja Zeit, ne? Wahrscheinlich ist das die Rache dafür, dass wir hier nach 5 Minuten auch die Pause genommen haben. Ach! Na, na, ja. Ausgetanzt und Nachschuss rein. 2-0. Ja, eigentlich hätte Neymar den schon machen müssen, aber ja, passt schon. Sauber, jetzt läuft's doch. Super. Gut gespielt. Bisschen Glück, dass wir natürlich den Ball bekommen oder De Bruyne den Ball da auf den Fuß direkt bekommt. Bisschen Pech aber, weil der Ball nicht direkt reingegangen ist, weil das schon eine gute Schussposition ist. Vielleicht haben wir da nicht. Ja, nicht doll genug abgeschlossen, dass er da wirklich schön nach außen reingeht, der Ball. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier keinen Elfer kriegen. Beziehungsweise er.
So, wo ist einer? Wo ist einer? Wo ist einer? Ich brauche hier noch ein paar Leute. Ramsey. Luis. Ah, der sollte eigentlich schon in den 16er. Dann halt von hier und... Oh. Ah, bisschen offensichtlich, ha? Was wir da vorhatten. Ah, der war eigentlich Ball gespielt. Ja, sehr gut. Hat der Torwart mal was, der Schiedsrichter mal was richtig gemacht. Bin beeindruckt. So, auf den zweiten Pfosten schön hinten und wapp. Und dann kommt er tatsächlich noch ran und da haben wir wieder eine Torlinienkamera, die wir brauchen. 3-0. Heißes Tor. Aber auch hier hätte Neymar den reinmachen müssen. So, gucken wir mal. Das zweite Wembley-Tor. Und auch hier ist er ähnlich weit im Tor. Sauber. Hatte ich noch nie, dass man das zweimal braucht. Ich meine, einmal kommt schon sehr, sehr selten vor. Aber nice. Finde ich gut. So, also wir dominieren ihn hier. Er macht jetzt auch Fehler. Wir spielen es vielleicht, spielen es aber auch nicht schlecht. Man kann es natürlich noch knallharter spielen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig hier dass ich das hier versuche jetzt so zu erzwingen, sondern daddel hier jetzt noch so ein bisschen. So macht es am meisten Spaß, ne? Wenn es nicht mehr so um alles geht, man da vielleicht sich auch mal ein Tor fangen kann, dann kann man offensiv am besten was machen. Oh, der war schwach. Naja. Kann nicht alles funktionieren. So, 9-6 ist auch völlig verdient, auch in der Höhe, finde ich. Wir haben Glück gehabt, dass wir die Abpraller immer schön auf dem Fuß hatten. Hatten aber halt auch Pech. Ach komm. Hatten aber auch Pech, dass nicht der erste Schuss schon direkt reingegangen ist. Hier eben die sensationelle Parade von Cech. Oh. Ah, da muss er dann irgendwie von vorher schon schießen, sonst... Naja. Okay. Das ist kein Abseits, weil Ronaldo, glaube ich, noch... Weil der Ball in der eigenen Hälfte kam. Und dann passt der. Also, der Spieler war noch in der eigenen Hälfte. Und deswegen war es kein Abseits. Obwohl Ronaldo halt 3 Meter oder so, 2-3 Meter im Abseits war. Aber jetzt trickst du auch. Hätte er vielleicht vorher anfangen sollen, ne? Ja, Tricks kann ich gar nicht, deswegen mache ich sie auch gar nicht. Oder versuche sie auch gar nicht. Also alles, was über Schuss antäuschen geht, ist nicht mehr meins. Geht aber auch so, ne? Das Tor ist ihm mal, sei ihm gegönnt. Hat zwar noch nicht so oft drauf geschossen, aber das war ein schönes Tor. Da traut er sich dann auch mal außer Entfernung. Hätte er vorher auch schon mal machen dürfen. Ganz einfach, ne? So leicht kann es sein manchmal. Hätten wir auch mit Ronaldo schon vorher machen können. Aber wenn Neymar da auch noch genauso steht, dann nehmen wir das natürlich dann ein bisschen leichter mit. So, und jetzt wird es immer einfacher. Ah, oh, war der schlecht. War abseits und schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war echt. Stellt euch vor, das wäre jetzt die 90. und es steht 3-3 oder so. Dann wäre der Controller aber in einer anderen Ecke des Zimmers. Und das völlig zu Recht. Obwohl es meine Schuld gewesen wäre. Da kann der Controller auch nichts für. Ecke. Ah. Ich mache jetzt auch keine Einwechslung, weil es einfach nicht nötig ist. Es sei denn, wir laden ihn nochmal ein, ne? 5-2, ja gut, dann wären es immer noch 3 Tore, aber naja. Das ist wohl eine sichere Nummer.
Oh. Oh. Eieieiei. War da gerade der Torwart als letzter Mann? Na gut, Notbremse war es jetzt nicht unbedingt. Eine gelbe wäre schon gerechtfertigt gewesen, aber rot wäre, glaube ich, ein bisschen hart gewesen. Noch. Ah, bisschen gezögert. Naja, aber wir lassen das Spiel jetzt hier so runterlaufen. Vielleicht macht er noch ein Tor oder vielleicht machen wir noch ein Tor. Aber wir werden ihn jetzt nicht mehr so nah rankommen lassen. Auch wenn er jetzt deutlich mehr vom Spiel hat. Aber wie gesagt, der Druck ist ein bisschen weg. Die Spannung. Ja, die Grätsche war gut da. Hätte sicherlich was bewirkt. Oh. Ach, komm schon. So, Di Maria, der hatte gar nichts vom Spiel. Hm. Ach, kriege ich nicht. Oh, naja. Bisschen optimistisch. So, und wir haben jetzt nämlich zweimal in Folge das vierte Spiel verloren. Jetzt haben wir das zweite gewonnen. Eins müssen wir noch und dann nehmen wir Rache. Und dann wollen wir auch mal wieder einen Vierer-Durchmarsch machen, ne? Den zweiten unserer Ultimate Team FIFA 16 Karriere. Ah, hat er noch. Lauf. Na, ah, schade. Ah, 2-3 Meter fehlten, um den noch zu kontrollieren. Eieieiei. Das könnte rot geben. Oder auch gar nichts. Ja, naja. Wäre auch doof, ne? Würde ich mich auch schlecht fühlen, wenn ich noch so ein Tor hier am Ende erziele. Das gibt gelb für Aubameyang. Oh, der hatte schon gelb. Oh. Ne, für Neymar, Entschuldigung. Der hat auch so einen dunklen Teint. Oh. Das fehlte noch. So, Konterchance. Gut abgelaufen. Ach komm, ey, wir haben den Ball so klar und deutlich getroffen. Wahrscheinlich traut sich der deswegen uns auch keine gelbe zu geben, weil eigentlich wäre es ja schon ein taktisches Foul, wenn wir den jetzt wirklich gefoult hätten. Aber wir haben so klar und deutlich den Ball erwischt. Komm, laden wir ihn nochmal ein. Ach, nimmt er nicht an, die Einladung. Kein guter Gast. Ach, fehlte wieder ein Meter. So, aha, guck an. Ah.
Da wollte ich die perfekte Schussposition haben. So, pfeift er jetzt ab. Ah, gibt nochmal die Chance. Ah, Aubameyang. Oh, der Torwart tritt da irgendwie rein noch. Was ist hier jetzt los? Ah, komm, kriegt er nochmal einen Elfer. So, ist auch wurscht. Völlig Wumpe. Gelb gibt es wahrscheinlich für De Bruyne. Ist aber auch völlig egal. Also seitdem es hier 5-0 stand, ist da auch der Druck wirklich ganz schön weg. So, können wir noch einen Elfmeter halten? Das ist doch was Schönes. Ja, unstrittig natürlich. So, das Trikot ist nicht das Hübscheste. Ne? Sieht aus wie mein Pyjama. Boah, leckt das. Ja, der war gut geschossen. 5-2. Also, da haben wir ihn zwei Tore noch quasi überlassen. Muss man so sagen. Ein dankbarer Gegner für das zweite Match. So, jetzt wollen wir uns hier nicht noch 75 Mal die Zeitlupe angucken. Danke. So, und da ist das Spiel vorbei. Also, ohne Probleme gewonnen. Als das erste Tor dann da war, da ging es dann auch relativ flott. Ist aber auch gut so. Und ja, 5-2. 4-2, 5-2, ja? Wie wird das nächste Spiel ausgehen? Genau, 1-2, ja, ist doch klar. So, also, nächste Folge sehen wir uns wieder, Leute. Macht's gut. Wäre schön, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Und dann geht's zu Spiel 3. Bis dann.